Straße führt von der Hauptstadt Addis Abeba in den Süden Äthiopiens. Doch der gute Zustand ist nicht von Dauer. Die Straße wird zur Piste. Mit einer kleinen Gruppe, geleitet von Daniel aus Nordäthiopien, bin ich im Gebiet der praktisch autonomen Surma angekommen. Die Wagen können gerade noch bis zu der Stelle fahren, die Daniel für unser Camp erkundet hat. Doch bevor wir die Zelte aufbauen können, muss erst einmal gerodet werden. Da Daniel hier bekannt ist, kann er leicht Helfer anheuern. Wir sind gekommen, um etwas über die Surma zu erfahren, die sich selbst Zuri nennen und die auch ich künftig so nennen will. Aber sie sind mindestens ebenso an uns interessiert, wenn auch noch recht reserviert. Korkodi ist einer der wenigen Zuri, die eine Schule besucht haben. Er dolmetscht aus seiner Muttersprache ins Amharisch, damit Daniel auf Englisch übersetzen kann. Solch große Löcher in den Ohrläppchen entdecke ich bei vielen Männern und Frauen. Lippenscheiben tragen dagegen nur Frauen. Von hier aus wollen wir die umliegenden Dörfer in den Bergen besuchen. Der üppige Pflanzenwuchs zeigt, es hat geregnet, aber weniger als früher, sagen unsere Begleiter. Die Frauen wollen Wasser aus dem Fluss holen. Der ist dieses Jahr viel niedriger als früher, sagen sie. Und woher stammen die Plastikkanister? Vom Markt in Kibisch. Nur zu Fuß sind die Siedlungen der Suri zu erreichen. Ich wundere mich, wie klein die Dörfer sind, oft nur wenige Hütten, meist zwischen schattenspendenden Bäumen. Dies ist das Reich der Frauen. Gemeinsame Hausarbeit im Freien und Betreuung der Kleinkinder, während die männlichen Mitglieder der Sippe meist mit den Rindern unterwegs sind. Ich erfahre, eine Frau ohne Lippenscheibe hat kaum Heiratschancen. Mit der Größe der Scheibe wächst die Attraktivität der Frau. Schmuck jeder Art scheinen sie zu lieben. Armreifen, Halsketten und Schmucknarben. Die beweisen, wie das Loch in der Unterlippe, dass die Frau eine schmerzhafte Prozedur überstanden hat. Wer Schmerzen ertragen kann, eignet sich auch zum Kinderkriegen. Wenn ein Mädchen heiratsfähig wird, durchschneidet eine erfahrene Frau von innen her mit einer Rasierklinge die Unterlippe. Durch Einlegen immer größerer Scheiben wird der Lippenring allmählich geweitet. Das Ausbrechen der unteren Schneidezähne schafft Platz für die Scheibe aus Ton oder Holz. Geschmückt werden schon die Kinder. Den Kupferdraht für den neuen Armreif der Tochter hat die Frau auf dem Markt in der Stadt gekauft. Nicht immer gelingt die Öffnung der Unterlippe. Wenn die Wunde absolut nicht heilen will, dann bleibt nur eine wulstige Narbe und die Frau muss ohne Lippenscheibe leben. Viel Zeit verwenden die Suri für ihre Frisuren. Das erklärt auch, warum ich immer wieder nach Rasierklingen gefragt werde. Während die Männer durchweg mit einer Decke über der Schulter bekleidet sind, fällt mir einer als Außenseiter auf, der Alte mit der dicken Kette. Der übliche Umhang ist zugleich Transportbehälter.
Heute wird in Bargoba jede Menge Maismehl benötigt. Viel Arbeit für die Frauen. Heute wird nämlich das Dach einer Hütte gedeckt. Und dabei braucht man Mais. Natürlich nicht für das Dach selbst. Dafür nimmt man Gras. Viele helfende Hände sind nötig. Deshalb hat der Erbauer Freunde eingeladen zu einer sogenannten Gesso, einer Art Arbeitsparty. Gesso bedeutet Event und das ist hier gleichbedeutend mit Bier, das die Frauen aus dem Maismehl für die Helfer brauen. Wie ich höre, ist die Hütte in mehreren Etappen entstanden, immer verbunden mit einer Gesso. Ein Dach über dem Kopf gibt es übrigens nur für Verheiratete und Kleinkinder. Unverheiratete schlafen im Freien. Auch wer nicht beim Bau hilft, kann bei der Gesso Bier trinken, allerdings gegen Birr, so heißt die Währung in Äthiopien. Diese Szene scheint mir symbolisch für die Bedeutung der Gemeinschaft bei den Suri. Als die Arbeiten zu Ende gehen, haben plötzlich alle Männer lange Stöcke in der Hand und der auffällige alte Mann zeigt sich als Einpeitscher mit einem geschmückten Zeremonialstab. Der Weg führt hinunter zum Fluss. Die Leute aus Bargoba ziehen zum Donga-Kampf gegen die Männer aus Barturi. Der niedrige Wasserstand, so kurz nach der Regenzeit, bestätigt, was die Frauen gesagt haben. Es gab sehr wenig Regen. Die Männer scheinen auf die ausrasierten Frisuren genauso großen Wert zu legen wie die Frauen. Und die Rasierklinge kommt ganz ungeniert nicht nur beim Haupthaar zum Einsatz. Nur an bestimmten Stellen findet man einen besonderen Schlamm. Da er weiß antrocknet, ist er ideal für die Bemalung der dunklen Haut. Solange die Schicht noch feucht ist, lassen sich ganz einfach Ornamente einzeichnen. Und was nicht gefällt, kann sofort wieder weggewischt werden. Die Muster sollen den Träger schmücken und zugleich seine Gegner einschüchtern. Unser Dolmetscher hat einen Informanten aufgetrieben. Der zierlich wirkende Babu mit einer Kalaschnikow auf dem Schoß und Narbenschmuck auf dem Arm erklärt mit leiser Stimme, worum es heute geht: Donga. Der junge Mann mit der coolen Sonnenbrille, der gerade den Fluss durchquert, heißt Bargui. Seine Freundin wurde von einem Burschen aus Barturi geschlagen. Daraufhin hat er noch in der Nacht den Übeltäter zur Rede gestellt. Was schlägst du eine Frau? Wenn du dich schlagen willst, dann tu das mit mir beim Donga-Kampf. In 3 Tagen auf dem Platz an der Piste.